Hallo und herzlich willkommen zum Ausbildungsvideo der Sirene-Steuer-Endstelle. Sehe dir bitte das gesamte Video an, damit du für den Ernstfall bestens ausgebildet bist. Dieses Video dient zur Ergänzung zur Ausbildungsunterlage, die auf der Seite des Landesfeuerwehrverbandes Burgenland zum Download bereitgestellt wird. Die SSES hat die prinzipielle Aufgabe, die Feuerwehr- und Zivilschutzalarme auszulösen und zu verarbeiten. Es besteht auch die Möglichkeit, stille Alarme über einen Pager abzusetzen. Weiters können Sprachdurchsagen gespeichert, abgehört bzw. über einen Pager an die Mitglieder gesendet werden. Die Bedienung des Geräts ist der bisherigen Benutzeroberfläche sehr ähnlich, wobei sich auch einige neue Möglichkeiten ergeben. Die Neuerungen sind vor allem folgende: Die Kommunikation und Datenübertragung mit der Landessicherheitszentrale erfolgt nun über ein eingebautes digitales Funkgerät. Zusätzlich ist bei manchen Geräten ein analoges Funkgerät eingebaut für die stille Alarmierung über Pager. Ein optionaler Drucker ermöglicht das Ausdrucken des Alarmtextes mit genauem Einsatzort sowie das Drucken von Störmeldungen. Der Alarmierungstext wird nun mit einer computergenerierten Stimme über Lautsprecher ausgegeben. Ein Taster Feuerwehrhaus nach Alarmierung besetzt blinkt im Einsatzfall und kann durch die im Feuerwehrhaus erst eintreffenden Einsatzkräfte gedrückt werden. Dadurch weiß die Landessicherheitszentrale automatisch, dass das Feuerwehrhaus besetzt ist und in Kürze die Feuerwehr ausrücken wird. Ein zusätzlicher Taster kann auch extern, zum Beispiel beim Haupteingang, montiert werden. Durch die effizientere digitale Alarmierung sowie die neue Landessicherheitszentrale wurde es möglich, den Zeitraum für die Alarmierung vom Notruf bis zur Sirene, Pager oder SMS von 180 Sekunden auf etwa 100 Sekunden zu reduzieren. Sekunden, die über Leben und Tod entscheidend sein könnten. Die SSES wird von der Landessicherheitszentrale durch eine zyklische Abfrage überwacht. Dabei unterscheiden wir zwischen Warnung und Störung. Warnungen werden in der SSES gespeichert und bei der zyklischen Abfrage an die Leitstelle übertragen. Störungen werden mittels Spontanmeldung sofort an die Leitstelle übertragen, wobei in diesem Fall auch die Warnungen mitgeschickt werden. Jede Störung oder Warnung wird durch Blinken der LED-Störung-Druck angezeigt. Die LED erlischt, sobald der Fehler behoben ist. Bei einer länger anstehenden Störung ist umgehend der Störungsdienst der LSZ zu verständigen. Solange diese LED blinkt, können Feuerwehren, die den optionalen Drucker besitzen, Details zu auftretenden Störungen oder Warnungen durch Betätigen der Taste Störung Druck über den Alarmdrucker ausdrucken. Bei Feuerwehren, die keinen Drucker haben, kann die Art der Störung nur durch Telefonanruf bei der LSZ abgefragt und behoben werden. Wichtig: Sollten bei eurer SSES Fehler auftreten, dürfen diese nur vom vertraglichen Störungsdienst der LSZ behoben werden. Welche Störungen können nun auftreten? Pager-Ausfall bedeutet, dass das analoge Funkgerät der SSES ausgefallen ist und keine Pager-Alarmierung möglich ist. Netzausfallsteuerung heißt, dass die SSES keinen Strom vom Netz bekommt und daher auf Akkubetrieb läuft. Eine stille Alarmierung über Pager ist möglich. Zum Betreiben der Sirene wird aber ein passendes Notstromaggregat benötigt. Tetra-Empfangsqualität bedeutet, dass keine Verbindung zur Landessicherheitszentrale besteht. Eine Alarmierung durch die LSZ wäre daher nicht möglich. Eine Vorortauslösung durch Feuerwehrmitglieder ist aber möglich. Sicherung externer Geräte 230 Volt heißt, dass die Steuerung einer eventuell installierten Nebensirene, das SMS-Control oder eine elektronische Sirene mit 230 Volt nicht funktionieren. Sicherung externer Geräte 12 Volt und Drucker bedeutet, dass der Brandmeldetaster vor dem Feuerwehrhaus
Der Drucker und die Steuerung der Nebensirene nicht funktionieren. Eine weitere Störung, die auftreten kann, ist die Phasenüberwachung des Energieversorgungsunternehmens. Bei dieser Störung ist die 400 Volt Spannungsversorgung ausgefallen. Eine stille Alarmierung mit Pager oder bei manchen Feuerwehren mit Blaulicht-SMS ist möglich. Zum Betreiben der Sirene wird aber ein Notstromaggregat benötigt. Die Störung Motorschutz-Sirene tritt bei Überlastung der Sirene auf, stellt sich nach einiger Zeit aber wieder selbst zurück. Betriebsstrom-Sirene heißt, dass kein Strom zur Sirene geflossen ist und diese dadurch nicht funktioniert hat. Die letzte Störmeldung ist die Sicherungssirene und bedeutet, dass die Sirene durch Überlastung oder Kurzschluss abgeschaltet hat. Der Sicherungsautomat muss anschließend wieder händisch rückgestellt werden. Sollte durch irgendeinen Grund die Steuerung komplett versagen, besteht mit dem Taster Notbedienung Sirene die Möglichkeit, dennoch die Sirene zu betreiben. Hierbei heult die Sirene, solange wie der Taster betätigt wird. Wir müssen also 15 Sekunden lang drücken, 7 Sekunden Pause, 15 Sekunden lang drücken, 7 Sekunden Pause und wieder 15 Sekunden lang drücken. Bei einem Stromausfall kann die SSES mit dem integrierten Akku für theoretisch ca. 8 Stunden versorgt werden. Stille Alarme können problemlos über die LSZ oder vor Ort abgesetzt werden. Auch ein eventuell vorhandener Blaulicht-SMS-Dienst zur Einsatzverständigung sollte hier noch funktionieren. Hier kann zum Beispiel das Sirenesignal Feuer ohne Sirene ausgelöst werden. Die SMS sollte hierbei jedoch einwandfrei übermittelt werden können. Für den Betrieb der Sirene ist jedoch ein Notstromaggregat notwendig, das folgendermaßen eingesetzt wird. Zuerst Umschalter auf Ausstellen, anschließend ein geeignetes Notstromaggregat starten, mit der SSES verbinden und den Schalter auf Not stellen. Ist die öffentliche Stromversorgung wieder gegeben, den Schalter zuerst auf Ausstellen, abstecken, Schalter auf EVU stellen und Notstromaggregat abschalten. Die Funktionen des Bedienteils sind der bisherigen Oberfläche sehr ähnlich. Es kann wieder ein Sprachspeichertext aufgenommen werden, der an die Pager der Feuerwehr ausgesendet wird. Hierzu kann nach Drücken der Aufnahmetaste ein Text bis zu 30 Sekunden aufgesprochen werden. Nach Drücken der Stopptaste kann mit Start der Text angehört werden oder gleich direkt an die Pager versendet werden. Hierzu können zuerst die gewünschten stillen Alarme ausgewählt, danach die Starttaste gedrückt und die beiden Auslösetasten gleichzeitig betätigt werden. Die Sprachdurchsage bleibt so lange gespeichert, bis sie durch eine neuerliche Alarmierung oder Vorortbesprechung überschrieben wird. Der Sprachspeicher kann auch vor Ort als schwarzes Brett für Nachrichten nachrückender Feuerwehrmitglieder verwendet werden. Dazu einfach mit der Taste Aufnahme den Text aufsprechen und über die Taste Start abhören. Mit der Taste Torlicht können Feuerwehren, die diese Funktion installiert haben, das Tor automatisch öffnen oder das Licht einschalten. Bei einem Feuerwehreinsatz wird dies automatisch betätigt. Die Sirenensignale Feuer, Probe, Entwarnung, Alarm und Warnung können direkt an der SSES vor Ort ausgelöst werden. Hierzu muss das gewünschte Signal ausgewählt werden und durch gleichzeitiges Drücken der beiden Auslösetasten abgesetzt werden. Wurde eine falsche Eingabe getätigt, kann dies mit der Taste Eingabe löschen wieder gelöscht werden. Die Taste Test Nebensirene aktiviert nur die eventuell in einem Ort vorhandenen Nebensirenen, solange man die Auslösentasten gleichzeitig betätigt. Diese Funktion wird nicht an die LSZ weitergeleitet
und dient nur zur Überprüfung der Funktion der Nebensirenen. Für den eventuell vorhandenen Drucker muss eine Thermopapierrolle mit der Bezeichnung 57-47-12 mm verwendet werden. Der Alarmierungstext, der am Drucker oder per SMS angezeigt wird, sowie über eine computergenerierte Stimme am Lautsprecher der SSES ausgegeben wird, besteht üblicherweise aus folgenden Bestandteilen: Einsatzart, Alarmstufe, Einsatzgrund, Ort, Straße, Hausnummer und Zusatzinfos. Wird vor Ort direkt bei der SSES ausgelöst, wird Vor-Ort-Auslösung am Drucker oder im SMS angezeigt. Wird der Brandmelder vor dem Feuerwehrhaus betätigt, erscheint die Meldung Brandmelderauslösung vor Ort. Mit dem Taster Druckwiederholung kann der Alarmierungstext am Drucker erneut ausgedruckt werden. Ich erinnere daran, dass bei Störungen und Problemen die Landessicherheitszentrale zu verständigen ist. Abschließend sagen wir Danke und wünschen ein reibungsloses Bedienen und viel Erfolg mit der Sirenensteuereinstelle.